Liebe Steiner-Freunde, willkommen bei Steiner-Meister aus dem Herzen Schweiz, aus der wunderschönen Stadt Zofingen, und heute stelle ich euch den Musikladen von Happy Build vor. Ja, warum steht der jetzt gleich neben mir und nicht die Verpackung? Die Verpackung habe ich nicht erhalten. Nein, ich habe es bei einem Shop gekauft und dort gibt es eben keine Verpackungen, Originalverpackungen, sondern es gibt halt nur Kartons mit dem Namen, Firmennamen, und das wollte ich nicht. Nein, ich wollte da nicht Werbung machen. Darum steht es schon hier. Ich werde in diesem Video, werde ich mal ein Schnellspeed natürlich machen, wo ihr seht, wie das sich bauen lässt. Dann werde ich natürlich ein Review machen und euch sagen, wie ist dieses Set? Ist das kaufbar? Finde ich das gut? War die Steinqualität gut? Und das geht jetzt los. Es wird famos. Nach dem Intro steht es schon da. Ja, es ist wunderbar. Los! Schön seid ihr da geblieben. Ja, jetzt werde ich zum Schnellspeed rübergehen. Ja, und dieses Set werde ich natürlich aufbauen. Das ist auch wichtig, mal zu schauen, wie sich das bauen lässt, weil der Bauspaß ist ja auch ein wichtiges Element. Und wie mir es ergangen ist, wie ich das aufgebaut habe, natürlich kommentiert im Speed-Video. Und jetzt könnt ihr sicher sein, es lässt sich bauen. Los! Ja, wir nehmen nicht die Originalplatte, sondern wir nehmen die Lego-Platte und dann kommt es, die Fliesen. Ja, schöne Fliesen, sehr schön befliest und auch schöne Muster dabei. Das ist doch wunderbar, das sieht doch super aus. Und dann gibt es natürlich gewisse Dinge zu kaufen, es gibt hier Platten zu kaufen, es gibt hier ganz verschiedene Dinge zu sehen. Es gibt natürlich auch gewisse Utensilien, eine schöne Kasse gibt es, dann gibt es einen Wurlitzer, der ist wunderbar. Dann auch ein Stuhl, wo man dann ein bisschen hören kann, dann ein Klavier, leider alles Kleber, keine Prints. Man kann auf der Seite auch noch ein bisschen aufmachen, damit man das Ganze viel besser bespielen kann. Also, das ist doch eine Wucht zum Spielen und zum Bauen. Wow, super gemacht und schön in Grün und schöne Details, wo man hier sieht. Und man hat hier eine Treppe nach oben und in der Treppe oben dran kann man dann ein bisschen sich ausruhen, weil dort hat es einen Platz mit einem Sonnenschirm und so weiter. Und dort kann man dann einen schönen Tee oder einen Whisky trinken. Ja, je nachdem, was man gerade möchte und tut. Ja, so sieht das aus. Und schon haben wir das gebaut und da geht es nach oben und dann hat es auch wieder Fliesen, Fliesen, Fliesen und dann kommt hier ein Schlagzeug hinein und es kommt ein Piano da rein. Das ist doch wunderbar, das sieht doch super aus. Das ist doch genial. Ja, ganz einfach. Aber alles befließt und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wieder auch dieses auf und zu tun, damit man besser spielen kann. Das ist doch auch eine Wucht. Und dann auch draußen sehr schön verbaut. Schöne Details und die Treppe nach oben und schon sind wir fertig mit der Tasche. Und da geht es weiter nach oben und da hat es dann ein Sofa und auch zum Musik hören. Ja, da kann man dann der Musik, den Bass hören, der Bass steppt und so weiter. Die Musik steppt hier hinten dran und das ist doch auch cool und man hat hier keine Ruhe. Nein, das geht, die Türe geht jetzt zu und wir bauen nach oben das Ganze, damit man nach oben in die Dach kann. Und in das Dach kommt man rein und dort oben gibt es dann auch ein bisschen Kartons und so weiter. Ja, da gibt es einfach diese Dinge, die man verstauen muss und eine schöne Truhe. Und schon ist das Häuschen fast fertig. Wir bauen aber noch den Eingang und da bauen wir Musik. Da ist es super. Da steppt der Bär und da kommt die Gitarre. Ja, der Griff und der Baum und der Zelt rein und fertig ist. Ich hoffe, euch hat dieser Eindruck gefallen. Natürlich in einem horrenden Tempo. Das war natürlich länger, wie ich das gebaut habe und so weiter, als das im Video. Aber trotzdem, ich finde es putzig, ich finde es cool. Und wir schauen das ganze Set mal an, machen mal die Platten weg. Ich kann euch sagen, dieses Set, die Steine, die sind so wie beim Marktführer. Da merkt ihr keinen Unterschied. Das lässt sich super bauen, hat viele Details. Es gibt hier einen Baum, den man hier rausnehmen kann, auf die Seite stellen. Da kann man den hier rein tun. Und es gibt drinnen gibt es Platten, die nehme ich jetzt auch noch weg, weil wenn ich das euch sonst zeige, fallen die dann rundherum und das wollen wir nicht. Nein, das ist so. So. Es gibt hier die Treppe
Und dann gibt es innen dran ein Klavier und auch ein Wurlitzer, eine Kasse gibt es und natürlich auch eben diese Platte zu kaufen. Und man kann das Ganze auch noch hier auftun, so. Dann seht ihr, das kann man dann auch besser bespielen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch super. Diese Steine hier, sehe ich jetzt gleich im Video, sind ein bisschen offen, aber die Qualität der Steine ist wirklich super. Es hat leider Kleber, aber es hat sehr viele Details. Und wenn ich da rausnehme, zum Beispiel so ein Plattenspieler, der ist doch einfach spitzenmäßig, der ist doch super. Und auch der Wurlitzer. Es hat so viele Details hier drinnen. Und auch der Wurlitzer, müssen wir schauen. Da kann man auch rausnehmen. Ja, sicher geht das, sicher geht das. So. Dieser Wurlitzer. Auch. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Der ist super. Es gibt auch ein Klavier. Muss ich auch schauen. Und auch das Klavier hier ist doch wirklich eine Wucht. Das sieht super aus. Und ja, das ist auch gebaut. Alles aus Steinen. Keine Prinz. Kann auch Klavier bauen, ohne dass man Prinz verwendet. Hat Lego vor kurzem ja gemacht. Beim Friends. Leider hat es auch Kleber drauf. Also natürlich diese hier, die muss man alle kleben. Kleben. Aber das sind drinnen und es hat dann nur die oberste Schicht ist da hinterlegt. Ich tue jetzt wieder die Platten hier rein, so wie es sein soll. Ich kann die Farben natürlich auch ganz aneinander nehmen. Aber was ich schon cool finde, ist, dass dieser Musikshop eben auch Platten verkauft. Man hat dann auch die Möglichkeit, sich hinzulegen und es hat ein Radio und es hat ganz verschiedene Dinge hier drin. Muss ich das wieder reinlegen? Das braucht jetzt seine Zeit. Die Zeit haben wir, die Zeit nehmen wir. Ja, so ist es. Nicht anders, sondern so machen wir das. Natürlich. Ja. Mal schauen. Es gibt auch auf der Terrasse, das ist mir jetzt gleich aufgefallen, gibt es auch einen Kleber und da heißt es einfach Book. Ja, so ist es. Book heißt es. Aber das können wir hier auf der Seite. Das hat mich so erinnert, wenn ich das so anschaue, ans Pariser Restaurant, wo man eben auch da einen Aufgang hat. Da. Ich finde es wirklich cool. Also, mir gefällt das super, wo ich es gesehen habe, habe ich gesagt, frohlockt und gesagt, das muss ich mir kaufen. Und wenn ich es halt auch kaufe in Deutschland. Ich kaufe für die Schweizer immer über meinen Einkauf, dann sind 17 Schweizer Franken Zollgebühren. Ich erhalte von meinem Einkauf keine Provision. Nein, ich habe das letzte Mal sogar zu spät bezahlt, habe sogar eine Mahnung erhalten. Eieieiei, liebes mein Einkaufsteam, Entschuldigung, dass ich das gemacht habe. Aber wenn ihr es vielleicht seht, dann könnt ihr mir vielleicht mal etwas ersparen. Aber mal schauen, ich mache es ja nicht wegen dem, dass ich da Geld verdiene. Ja. Da seht ihr auch das Schlagzeug, da auf der Seite hat es Gitarren und so weiter. Und ich finde das wirklich cool. Und viele Details und alles befließt. Bei den einen Fliesen, ihr seht das, ich habe das nicht ganz so korrekt cool gemacht. Da müsstet ihr eigentlich immer das halten und so weiter. Aber ich hatte da keine Lust dazu und darum ist es ein bisschen schief. Geht ja auch. Und dann hat das hier vorne auch ein schönes Fenster. Ich finde das wirklich schön. Also wirklich, da, das ist designmäßig. Es hat auch etwas drinnen. Und man kann sogar hinter dran auf- und zutun. Und man kann es dann wieder befestigen. Das ist super. Und das Coole ist, man kann es modular hinterlegen. Sie hätten es auf der Seite machen können. Dann ist es aber ein Problem. Dann kann man es nicht zusammentun. Und es hat auch die entsprechenden Löcher schon vorbereitet, wie es auch bei Lego. Also man kann das sehr gut
mit den Modularhäusern des Marktführers verknüpfen. Ich muss immer auf Pause passen, dass ich da nicht zu viel Werbung mache für Firmen, weil mir ist ja egal, welche Firma was auch verkauft. So, jetzt kommen wir auf die oberste Etage und ich kann das Dach doch wegnehmen. Ah nein, das Dach kann ich nicht wegnehmen. Nein, das geht nicht. Nein, weil ich kann hier hinten dran, jetzt muss ich das aufmachen. So, ich kann hier das Ganze öffnen. Ja, das ist so. Was ich machen kann, ist natürlich, dieses Dach kann ich abnehmen. Ja, das ist so. Aber das da ist fest. Und da hat es Boxen, es hat ein Sofa und da ein schöner Ding. Da, das ist doch wunderbar. Das sieht doch super aus. Da kann man Musik hören. Und zu oberst kann man auch noch raufgehen. Und zu oberst hat es dann eigentlich so Utensilien, noch Kartons und so weiter. Ja, das ist ja ein Shop und obendran kann man dann die Musik hören. Ja, lass die Musik spielen. Ja, das ist doch cool. Und was ich cool finde, ist eben, man kann es aufmachen und so weiter. Das ist für Erwachsene und Kinder perfekt. Perfekt. Natürlich mit dem Konstrukt, dass man es hier öffnen kann, hat man dann vielleicht zum Beispiel wie ich jetzt das Problem, dass dann hier das ein bisschen wieder schön rauftun, dann schön zuklemmen und dann muss man versuchen, das Ganze hier wieder auf die Noppen zu bringen, die oben dran sind. Ja. Und das funktioniert auch, aber es ist halt, wenn es kompakt wäre, zusammen wäre, wäre das Problem nie da. Und das kann man hier einfach rein tun. Und so hat man die Dinge. Die fahren jetzt weg, das ist aber wegen meiner Schusslichkeit. Also, Preis-Leistungs-Verhältnis für unter 100 Euro. Ja, 99,95 habe ich es gekauft. Finde ich super. Es ist super gemacht. Das einzige Problem dort, wo ich sie gekauft habe, dieser braune Karton, der hätte nicht sein sollen. Ich würde dieses Set gerne kaufen in einem Shop und das nächste Haus, das ich euch präsentiere, werde ich so machen. Ich werde das natürlich in einem Shop kaufen und nicht über den Versand. Aber ich wollte es einfach, weil es mir einfach gefallen hat. Ich finde das eins der schönsten Häuser, die es von den Alternativen gibt. Ich habe recherchiert, ich habe nirgends gesehen, dass ein Mocker das gebaut hat. Wenn das ein Mocker gebaut hat, bitte schreibt es rein, damit ich das dann auch hinweisen kann, wenn das so etwas wäre. Die Anleitung, alles einfach funktioniert und ist gut. Ich gehe noch zur Anleitung rüber. Ja, das ist das Stichwort. Da hält ihr so ein Ding und ihr seht, was ihr gebaut habt und was ihr bauen solltet. Also, nichts Spektakuläres und leider natürlich Kleber, Kleber, Kleber. Und das einzige Problem hatte ich bei diesem Kleber. Da hatte ich ein Problem, aber ansonsten war das Ganze einfach und hat die Qualität des Marktführers. Kein Problem, außer dass die Minifiguren fehlen. Ansonsten ist dieses Set wirklich. Und da muss ich wirklich sagen, und das gibt es wenig, dass ich sage, völlige Empfehlung, kaufen, kaufen, kaufen. Wenn ihr es seht, wenn ihr es noch findet, dann schlagt zu. Das ist ein super Set. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, schreibt einen Kommentar rein, ob ihr auch so sagt, dieses Set müsste ich haben, oder ihr sagt, nein, Steinemeister, völlig falsch. Das ist zu teuer, das würde ich nicht kaufen. Ja, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Steinemeister und tschüss.